Für was bist du gerade hochgekommen? Ich will dich erstmal verstehen. Wie? Für was bist du jetzt wieder hochgekommen? Also neue Ich wollte Frage eine jetzt oder andere wie? Frage stellen, deswegen. Bruder, ganz kurz, lass dir doch bitte Zeit für heute. Du hast viel Eine gehört. Ich neue möchte, Frage, das hat ich nichts damit möchte, zu ich möchte, tun. dass du es erstmal ein bisschen quasi verarbeitest im Geiste, dass du wirklich eine Sache nach der Ich habe anderen und schon nicht tausend verarbeitet, ich habe Sachen. schon verstanden, ja. Okay, kannst du schon kurz erzählen, was wir dir vorhin erklärt haben? So eine Ich habe eine Kurzfassung. andere Frage. Eine Warum wollt ihr Kurzfassung mich im Mund. testen? Ich Bin möchte ich der nur Christ wissen, oder seid ihr die Christen? guck mal, ich möchte, dass du quasi als Nicht-Christ verstehst, um was es im Christentum überhaupt geht. Sonst ist das Gespräch umsonst. Das ist wie wenn wir irgendwie mit jemandem einen Kaffee trinken und einfach irgendwas gelabert haben. Du musst es doch Ja. verstehen, Umut. Wir wollen nicht unsere Zeit verschwenden mit dir. Ja, ich habe Deswegen verstanden. erklär Wenn du mal, was wir vorhin gesagt Jesus haben. Eine bekehrst und Kurzfassung. Jesus wirklich ansiehst, Ja. dann machst du diese Sünden und alles Mögliche automatisch nicht. Das habe ich verstanden, ja. Umut, gib mir dein PayPal und dann überweist du mir Kirchensteuer, dann bist du Christ. Alhamdulillah, okay? Nein, nein, Also, sowas geht nicht das auf, von geht heute auf morgen. nicht fest. Es geht eigentlich ganz einfacher. Und zwar, wer den Koran liest und versteht, der wird merken, also wenn er wirklich gute Gewissen hat, gutes Herz hat, reines Herz hat und den Islam liest und alles, was da drin steht, ne, und wenn er ein Mensch ist, dann wird er selber das nicht akzeptieren wollen und zu anderem Glauben sich konvertieren. Weil ich glaube nicht, dass wenn jemand mit Menschenverstand, mit normalem Verstand Okay. dieses Buch da liest, das ist eher mehr für Dämonen gedacht als für normale Menschen. Okay, guck mal, das ist jetzt wieder respektlos werden. Das so sowas zu sagen, ist nicht nett. Warum respektlos? Hast du das mal gelesen? Guck mal, habe ich einmal gesagt, der Christentum ist das Werk der Teufel oder sowas? Habe ich das einmal gesagt? Das kannst du nicht Okay, sagen, weil Umut. das nicht da drin steht. Aber habe ich es Umut, Umut. gesagt? Umut, Umut, Wenn Umut. sie an In deinen Sure, guck mal, Fuß. Umut, Ich Umut. hab's mal gesehen, Apropos. Umut. Oh, war der. Umut, apropos Shaitan. Ne? Sollen wir mal einen Vers lesen, wenn du Lust hast, in Sure 19? Nee, ich habe eine Frage, eine andere Nee, das Frage. ist mein. Guck mal, du hast jetzt genug gefragt. Meine Frage Guck ist, mal, da. warum schickt Allah mehrere Shayatins auf die Ungläubigen? Keine Ahnung, sehe ich aus. Digga, Doch ein hä? Muslim, aber du bist doch ein Muslim, Mumut. Ich bin dabei, noch zu lernen. Sehr, so lernst du, wenn er den, indem er dir jetzt Fragen stellt, damit er es dir danach auch erklärt. Ich habe nicht Interesse von jemandem zu lernen, der hier schon sagt, dass das ein Also, das Teufelswerk heißt, ist. du kommst hoch, du willst es gar nicht verstehen, eigentlich, Ja, Umut. aber nicht von ihm will Wir ich waren das länger lernen. Muslime, als du Aber ich gelebt bin doch hast. Wir Sheikh. waren ja Ich alle bin länger doch Muslime, als du gelebt hast. Bitte? Imam. Er ist offiziell ein Scheich. Er war in Ägypten. Er ist offiziell ein Scheich. Er hat den Titel. Genau, wie dein Scheich Ibrahim zum Beispiel. Nahila, wenn du ein Moslem Sheikh. wärst, ja, Nahila, dann hättest du als erstens nicht ein Wu-Tang-Profilbild, hättest keine amerikanische Musik gehört oder sonst irgendetwas. Wenn du dein Buch liest, dann merkst du auch, dass Musik eigentlich bei euch verboten ist, okay? Brauchst mir hier nicht irgendwelche Argumente zu geben. Versuche erstmal deine eigene Religion zu verstehen, kapieren und dann kannst du hier hochkommen oder hier auf Moslem tun. Theater Aber ist Moslem. ja egal, komm. Ich habe eine Frage und da würde ich gern, dass ihr mir die erklärt, die Antwort. Also mir das halt quasi erklären. Das ist eine andere. Jetzt nichts mit Dings zu tun, wer kommt ins Paradies und wer nicht im Christentum, ne? Sondern die Frage ist, was mein größtes Problem quasi beim Christentum ist, dieses Verständnis, dass Gott ein Mensch sein kann. Könnt ihr mir Bruder, das nein, erklären? nein, 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 bitte. Umut, 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 Umut. Gott ist kein Mensch. Gott wurde Mensch. Ja, Unterschied. ist für mich dasselbe. Nein, ist nicht dasselbe, Das ist Bruder. dasselbe. Nein, ist nicht dasselbe. Wenn Gott ein Mensch ist, Umut, dann ist Bruder, das sein ganz kurz. Ist-Zustand. Umut, er hat dir doch keine Antwort gegeben. Wieso sagst du aber für mich so? Er erklärt es dir doch gerade. Was, warum, Ja, warum Bruder, machst du sei sowas Gott schon, deinem Umut? Team rein. Umut, Aber du Bruder, willst es sei Gott wirklich verstehen? auf seinem Team Du willst rein. es verstehen? Er fragt, guck mal, du hast gefragt, er Nein, antwortet warte mal, dir. warte mal, warte mal, Was warte soll denn mal. das Gerade ganz eigentlich? kurz für mich. Wir machen das jetzt anders. Weil ich habe gemerkt, Muslime verstehen das nicht, wenn man die Christologie normal erklärt. Wir machen es anhand von euren Büchern. Allah wurde doch Nein, mach es selber zu einem anhand deiner Schienbein. eigenen Bücher, Mann. Du drehst alles im Allah Kreis. wurde Ich doch will doch selber zu nur einem simple Schienbein. Fragen. Ja, Was denn dann? simple Antwort. Allah wurde zu einem Schienbein. Wieso geht es bei ihm, aber bei meinem Gott nicht? Okay, komm, dann stelle ich noch simpler. Aber dann Nein, simple Umut, Antwort. antworte mir. Du sagst doch, das Bruder, geht nicht in deinen Kopf rein. Nein, Umut. warte bitte, lass mich Komm kurz nur mal, eine Minute mit ihr ihm wollt reden. es nicht erklären, habe ich die Frage. Umut, Bruder, ich denk habe dir doch Umut. gerade eine Antwort gegeben, ja. Umut, zuhören kurz, Okay, nur ganz dann, kurz zuhören. also, Mensch, Ist Gott wurde zum Gott nicht Menschen. allmächtig, dass er jede Natur annehmen kann, die er will?
Das ist gegen Gottes Natur. Sowas. Wieso kann, steht okay, das? Okay, dann stelle ich dir eine andere das? Frage. Nein, nein, nichts andere Frage. Du machst wo steht denn das? Du setzt doch gerade. Nein, du fasst keine Fragen. Das, macht, das ist logisch. Nein, nein, Omo, du gehst jetzt darauf ein, was Festim sagt. Du gehst jetzt darauf ein. Was hat er denn gefragt? Man kann wo steht das, das in deinem Buch oder in meinem Buch, dass Gott nicht die Möglichkeit hat, sich eine Gestalt hinzuzunehmen? Das steht nirgendwo. Das ist gegen Gottes Natur. Wo steht denn das? Okay, warte, jetzt habe ich dich. Jetzt habe ich dich. Ja. Aber in 3:28 wird geschrieben, dass Allah sich Musa in einem Baum offenbart hat. Ist dein Gott jetzt ein Baum? Was? Dein Gott hat mit Moses gesprochen aus einem Baum. Wo steht das? Weißt du überhaupt, wer Moses ist? Ich weiß, oder so unwissend bin ich jetzt auch nicht. Umut, ich habe mal eine Frage an dich, ja? Wenn ich jetzt den Baum verbrenne, habe ich deinen Gott umgebracht? Nein. Weiß Allah, was er macht? Guck mal, okay, warte, guck mal. Dasselbe kann ich aber euch auch fragen. Warte mal bitte meine Frage. Weiß Allah, was er macht? Wie meinst du das? Ja, klar weiß er, was er macht. Irrt Allah sich oder weiß er, was er macht? Nein. Nein? Nein. Okay, warum sagt ihr dann, dass der Tor euer Religionbuch ist, die Bibel wäre auch eure, aber 650 nach Christus, also nach dem Bibel, hätte Gott alle abgestoßen und hätte gesagt, nee, das ist jetzt das wahre Religion. Warum hat er sich aber 650 Jahre lang geirrt? Wie, warum hat er sich geirrt? Der hat eine Offenbarung, die Tora war eine Offenbarung von Gott, die Injil, also das Christentum, das Evangelium, sagt er, glaube ich, nur dazu, ist eine Offenbarung von Gott. Und dann zum Schluss, Tora war das ja so, die wollten Jesus nicht anerkennen. Der wurde ja prophezeit in der Tora. Also die Tora hat Jesus nicht angenommen, meinst du, oder wie? Die Juden, sorry. Okay. Bruder Umut, guck mal, ich will, Bruder Umut, bei aller Liebe. Guck mal, Umut, danke, dass du da warst, ja. Nein, bitte, lass mich kurz. Bruder Umut, bitte, für mich ganz kurz. Umut. Ich will verstehen, warum wollt ihr mich kicken? Umut. Bruder, komm mal. Wir nehmen Mohammed auch nicht an, soll jetzt ein Liebesbuch kommen. Bruder, du hast gerade was gesagt, was chronologisch chronologisch keinen Sinn ergibt, Bruder. Weil, Amen, eine Sache hast du gesagt, die war richtig gut, dass Jesus in der Tora prophezeit wurde. Halleluja, Umut, danke. Danke, dass du das gesagt hast. Möge der Herr dich dafür segnen, weil das stimmt, Bruder. Aber der Rest, den du gesagt hast, war ohne Sinn, Bruder. Ne? Ja. So. Okay, guck mal. Nächste Frage, Umut, oder wie? Guck mal, das ist die, also jetzt zurück zur Frage, jetzt hatte, ich glaube, Edosa hatte das gesagt. Edosa, genau, die Frage war, wie kann Gott denn Mensch werden, okay? Ja, und da meintest du, warum kann er das nicht? Gott kann alles, habe ich gesagt, das ging Gottes Natur. Okay, und jetzt Umut, wir machen das ganz Antworte einfach. Darauf. Ja, wir machen das ganz einfach. Guck mal, Umut, das Ding ist, ich bin ein Mensch, ich arbeite mit meiner Bibel. Ich liebe es, Bibel zu lesen, Bruder. Ich liebe die Bibel, Bruder. Und die Bibel sagt mir in meinem Neuen Testament, im Philipperbrief, das ist einer der 13 Briefe des Apostel Paulus, in Vers 5. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Wer ist Christus Jesus, Bruder? Ja, Jesus, ja. Amen, da sind wir schon mal einig. Ja, ich frage, weil am Ende heißt es nicht Jesus. So, ich lese jetzt weiter. Es geht um Jesus, gell? Ich lese nochmal vor. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Richtig, Jesus, oder? Ich höre zu, ja. Sag, okay, wenn du fertig bist. Okay. Der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Sondern, jetzt kommt's, hier ist die Antwort auf deine Frage, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an, ich wiederhole, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen, war nicht schon immer ein Mensch, Gott ist kein Mensch, Gott wurde Mensch. Das ist das, was die Bibel lehrt. In Hosea selber, Hosea 11,9 oder so, ich weiß nicht, wo es steht, Gott selber quotet über sich und sagt, ich bin Gott und kein Mensch. In Johannes 4,4, nicht Johannes 4,4, in Johannes 4 sagt die Bibel, Gott ist Geist. Das heißt, Gott ist von seinem Wesen her Geist. Aber Geist wurde Fleisch. Gott ist nicht Fleisch. Er wurde zu Fleisch. Er wurde zu einem Menschen. Verstehst du? Und nachdem er seinen Auftrag erfüllt hat, ist Jesus zurückgegangen in seine Herrlichkeit. Verstehst du? Es geht, ne? Ist das jetzt, Bruder, sag mir nicht, das war jetzt... Aber was hast du nicht verstanden, Umut? Nee, guck mal. Hast du jetzt nicht verstanden? Warte mal, lass mich mal kurz überlegen. Ich muss darüber nachdenken.
Bruder, denk darüber nach. Aber guck mal, ich will Ihnen nur diesen letzten Satz geben. Eine Denkfrage. Denksport, Bruder. Guck mal. Warte, bitte. Beweise, also erklär's mir nicht mit der Bibel, sondern logisch. Wie Bruder, es gibt keine Logik, Bruder. Wie, geh weg von Bibel, Bruder. Ich bin doch Christ, ich glaub doch an Bibel. Nein, aber ich muss dem Verhalten mit Logik antworten. Nein, ganz kurz. Jungs, lasst euch hier gar nicht irgendwie verleiten. Er sagt gerade, wir sollen weggehen von Bibel. Nein, wir sollen mit Logik machen. Er sagt, dass die Bibel unlogisch ist. Ihr versteht ihn gerade echt alle falsch. Ich verstehe ihn gerade wirklich. Ihr versteht das falsch. 1 plus 1 ist 3, dann stimmt was nicht. Das bedeutet, wenn wir logisch, auch außerbiblisch, die Trinität erklären können, dann beweist es ja nur noch die Trinität umso mehr. Wir müssen ja keine Angst haben, mit der Philosophie auch anzukommen. Ich kann dir philosophisch vollkommen erklären, dass die Trinität mehr als nur logisch ist. Ja, dann erklär's mir, das meine ich doch. Aber das Problem ist ja, wenn ich dir das erkläre, wird dein Gottesbild zusammenfallen. Umut, liest du dein Koran? Erste Frage, Umut. Bitte kurz antworten. Ja. Ist Gott allmächtig? Logisch, ja? Ja. Kann Gott alles? Alles, was in seiner Natur ist. Richtig, er kann also nicht. Er kann nicht alles, lügen. Er kann alles, was in seiner Natur ist. Er kann ja nicht lügen. Weil das Lügen ist die Abwesenheit von Gott. Es ist wie die Dunkelheit und das Licht. Er hat doch nichts zu tun. Nein, es war. Hör doch bitte zu, was Festim sagt. Hör einfach zu. Du hast recht, Gott kann natürlich nicht alles, obwohl, jetzt nicht falsch verstehen, kurz. Er kann seine Abwesenheit nicht. Gott kann nicht klauen, Gott kann nicht lügen. Warum nicht? Weil die Abwesenheit von Gott ist das Nichts. Und das Nichts kann man nicht sein. Ganz einfach. Das ist die logische Philosophie eines Gottesbilds. Das bedeutet, kann Gott ein Mensch sein? Nein. Gott ist kein Mensch, oder? Ist ja logisch. Ja, aber er wurde doch zum Mensch, als er Jesus wurde. Ja, aber darauf will er doch hinaus. Antworte bitte nur kurz, nur mit Ja oder Nein. Wir machen es jetzt idiotensicher. Kann Gott logischerweise etwas sein, was seinem Wesen nicht entspricht? Wie meinst du das? Habe ich nicht ganz verstanden. Gott kann kein Mensch sein. Gott kann kein Tier sein. Gott kann keine Pflanze sein. Ja. Logisch? Ja. Logisch. So wie Gott nicht lügen darf. Weil das entspricht nicht seiner Natur. Warum darf er nicht lügen? Hör ihn doch einfach mal zu. Was ist los mit dir eigentlich? Doch kann sagen, Bruder, nicht darf. Kann. Er will doch, dass ich antworte. Warum soll ich dann leise sein? Darf, ja. Weil du Erbsen pickst, Bruder. Du versuchst gerade in seiner Erklärung so Schlupflöcher zu finden, damit du nicht antwortest. Richtig. Ich höre seit einer Stunde, versuchst du hier Fragen und Antworten zu bekommen. Aber wir haben ja gesagt, in der ersten Prämisse, Definition 1, Gott kann alles. Gott kann alles, er darf aber nicht die Natur von etwas sein, was er selber nicht ist. Logische Philosophie. Das bedeutet im Umkehrschluss, er kann aber Naturen zu seiner Natur hinzunehmen, ohne die Natur an sich per se zu sein. Das bedeutet, er kann ein Medium benutzen, welches nicht seiner Natur entspricht, wie zum Beispiel einen Baum, ein Mensch, ein Buch, ohne dass er unvermischt und ungetrennt mit ihm eins ist. Das bedeutet, Gott bleibt in seinem Wesen immer noch Gott, aber ist gleichzeitig ein mediales Medium eines Menschen. Er wandelt in der Welt als Mensch, du bringst diesen Menschen um, aber du hast nicht Gott umgebracht, sondern du hast ein mediales Medium auf dieser Erde umgebracht. Verstehst du es jetzt? Also du hast das Gleiche habt ihr auch im Koran übrigens. Der Koran als Buch ist etwas Erschaffenes, nicht Gott. Das Wort, warte, hör zu jetzt. Du willst ja was lernen. Ich höre die ganze Zeit schon zu. Umut, das Wort hinter dem Koran ist das allmächtige, unerschaffene, gezeugte Wort von Allah. Von Anfang bis Ende, ohne irgendeinen Beginn. Okay? Das bedeutet, wenn ich das Buch, den Koran, nehme, das mediale Medium auf dieser Erde und es verbrenne, habe ich nicht Gott damit getötet, sondern das Buch, welches Gottes Wort zu Gebrauch genommen hat. Das heißt, Gottes Wort ist hiermit nicht tot und Gott ist auch nicht tot. Das ist mit Jesus das Gleiche. Das Fleisch ist erschaffen. Das Wort ist gezeugt. Warum? Weil das Wort in Ewigkeit Gott selber ist. So ist es bei euch eigentlich auch. Aber ich weiß nicht, warum du das nicht verstehen willst. Dass wenn du also, das Buch zerreißt... Okay, doch, ich hab's verstanden. Darf ich es kurz wiedergeben? Heresie in 3, 2, 1, hier. Ich hab's verstanden. Alles gut. Guck mal, also du sagst, Gott war quasi
hat nur Jesus, der war quasi nur, ich sag mal auf blöd gesagt, der Steuertyp von Jesus. Also der hat ihn Jesus, gesteuert. Deswegen habe ich gesagt, Heresie. Nein, Bruder, das wollte er nicht sagen. Das wollte er nicht sagen. Umut. Jesus ist Gott. Jesus ist das Wort Gottes. Lass dir Zeit, Bruder. Leute, das ist zu viel für ihn. Achso, Jesus ist Gott, aber er, wenn Jesus gestorben ist, ist nicht Gott gleichzeitig gestorben. Ja, wir kommen der Sache näher. Menschliche ja. Natur ist gestorben. Aber war dann Gott abhängig von seiner Kreation, als er Jesus war? In welcher Hinsicht abhängig? Bruder, weil Jesus musste ja pinkeln, essen. Ja, er hat das Leiden doch menschliche Natur dazu genommen. Er war ganz Mensch und ganz Gott. Erklärt ihr doch mal die zwei Naturenlehre, Leute. Er musste essen, er musste Pipi, er musste. Leute, ja, erklärt ihn doch erstmal die zwei Naturenlehre. Leute, er will das in Lächerliche ziehen. Der tut nur so. Er will nichts verstehen. Umut, danke, dass du da warst. Genau. Schönen Tag noch, Umut. Kannst die nächsten Tage gerne reinkommen. Umut, Heide, Umut, Heide. Umut, Heide, hast du dein eigenes Buch gelesen? Lass den Bruder. Verstehst du dein eigenes Buch? Bauhaus, Bruder. Aber ein so einer, Vers, der das Ganze sehr Zeit schön erklärt gehabt, auch für unsere Geschwister hier drin, der steht im 1. Petrus Kapitel 2, Vers 24. Und zwar schreibt Apostel Petrus über Jesus, er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben der Gerechtigkeit leben. Jesus ist... er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen, nicht in seinem Geist oder in seinem Wesen. Es war sein Körper, welcher die Sünde auf die Sünde war. Schau mal, ganz kurz, er sagt, es macht keinen Sinn, sorry. Er sagt, es macht keinen Sinn, sorry. Nicht drauf eingehen, aber ich will wegen den Zuschauern, Wenn er sagt, Bruder, der spielt die drei Affen, der ist stumm, taub und ich blind. Ich weiß, aber ich benutze ihn doch nur. Den Bruder, guck mal, er lebt hier in Deutschland, er kann uns Christen alles fragen, wir beantworten ihm sogar alles, aber wenn er nach Saudi-Arabien geht oder seinen eigenen Imam fragt, ja, was er ja nicht Sachen fragen darf, wenn er dort Sachen fragt, die zu tief gehen, muss er befürchten, dass sein Imam ihm am nächsten Morgen zu einer frittierten Falafel macht. Warte bitte, ganz kurz. Festi, mach das für die Leute, wo ich 230, genau. Ich möchte diese 230 Zuschauer jetzt benutzen, um jetzt den Islam auch bloßzustellen. Warum? Ganz einfach. Er sagt, unser Konzept der Trinität ist unlogisch. Okay, wir haben aber eine Erklärung dafür. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Und rein philosophisch gesehen ist Trinität in sich komplett schlüssig und logisch. Es gibt keine Lücke. 2000 Jahre Kirchengeschichte haben das bewiesen. Aber jetzt komme ich zu euch. Ihr habt auch das Wort Gottes. Aber Al-Ghazali sagt, dass das Wort Gottes seine Eigenschaft ist. Und seine Eigenschaften sind weder von Allah noch sind sie von Allah zu trennen. Wie soll etwas von Allah sein, aber gleichzeitig nicht von Allah sein? Erster Widerspruch. Zweiter Widerspruch. Ihr sagt, dass das Wort Gottes eine Eigenschaft ist, okay, aber in Sahih Bukhari steht geschrieben, im jüngsten Tag wird der Koran eine Fürbitte machen und Fürsprache für die Menschen. Er wird durch die Wolken runterkommen auf die Erde und sich selber rezitieren. Wie soll eine Eigenschaft personelle Sachen machen können, wie Vorlesen, Fürbitte und Fürsprache machen? Das bedeutet, rein philosophisch gesehen, weil du wolltest ja philosophisch mit mir argumentieren, dein Gott hat einen kleineren Gott, weil eine Eigenschaft kann sowas nicht. Eine Eigenschaft kann nicht Fürbitte machen. Eine Eigenschaft kann auch nicht irgendwie rezitieren oder von einer Wolke runterkommen. Das bedeutet, dein Gott hat in seinem Wort einen kleineren Gott. Und das ist euer Problem. Wir haben diese Prämisse schon lange gelöst, indem wir gesagt haben, das Wort ist Gott selbst. Bei euch muss entweder das Gotteswort ein kleinerer Gott sein, oder eine Eigenschaft. Aber beides geht nicht. Richtig. Weil die Eigenschaft kann nicht gleichzeitig Gott sein bei euch. Die haben auch mehrere Schöpfer, Bruder, im Islam. Gibt es auch mehrere Schöpfer. Und zweitens, er kann nicht eine Person sein. Das macht gar keinen Sinn bei euch. Wenn du mit mir über Gottes Wesen reden willst, dann nehmen wir deine islamischen Quellen und wir gehen tief in die Philosophie und ich beweise dir, dass nach deiner Logik, die du dir selber Gott zusprichst, weil du entscheidest ja anscheinend, was Gott kann und was nicht Gott kann. Du sagst ja, Gott kann das nicht. Wenn du mit mir debattieren willst, machen wir das auf meiner Plattform auf YouTube und dann beweise ich dir, dass dein Gott nach deiner Logik 8 Götter sind. 8. Er ist ein Baum, er ist ein Feuer, er ist ein Stein, er ist der Koran in seinem Wort, er ist Allah selber, er ist der Mond, kann ich dir auch beweisen durch den Koran.
und. Ich biete dir das hier an vor 250 Leuten. Ich biete das jeden Moslem hier an. Jeden einzelnen Moslem, der hier ist. Bitte eine Debatte gegen mich. Irgendwo auf Kicker TV oder sonst wo. Juckt mir nicht wo. Und dann beweise ich euch anhand eurer Logik, weil ihr sagt, ihr habt drei Götter. Ich beweise euch, ihr habt acht Götter nach eurer Logik. Ganz einfach. Richtig. Also sehr, sehr schön erklärt. Nicht nur das, sondern die sagen immer wieder, anstatt euch zu fragen, ob Jesus Gott ist oder Gott Jesus ist, ne, fragt euch lieber, warum im Koran steht, dass Allah Mohammeds Knecht ist und für ihn das siebte Etage Paradies gegründet hat, nur für Mohammed. Ne, fragt euch lieber solche Fragen, wo ihr seht Mohammed höher als Gott, höher als Allah, aber fragt, sagt zu uns, warum... Allah darf man ja beleidigen, Bruder. Allah darf man ja beleidigen, aber Mohammed nicht. Das genau, schon, ihr könnt Allah malen und beleidigen, aber Mohammed nicht. Ihr seht Mohammed höher als alles andere, aber fragt uns natürlich, ob Jesus Gott ist oder nicht und versucht uns mit uns hier darüber zu diskutieren. Geht lieber den Koran studieren und versucht das mal zu verstehen und zu wissen, was falsch oder richtig ist, bevor ihr hier versucht, Jesus zu beleidigen. Bruder, das Problem ist, wenn jemand hochkommt... Und hört erstmal an alle, darf ich was sagen? Ja, aber du gerne. Darf ich was sagen? Ne? Erstmal guten Tag an alle. Und zwar, als ich noch Muslim war, war es für mich auch sehr schwer zu verstehen, wie ein Mensch Gott sein kann. Aber indem ich einfach die Bibel gelesen habe mit einem offenen Herzen, ich habe wirklich nach der Wahrheit gesucht. Liest man zum Beispiel auch im Alten Testament, zum Beispiel Genesis Kapitel 15, liest man ja auch, dass das Wort Gottes in einem Traum erschienen ist. Warum sollte er denn nicht als Mensch kommen? Das habe ich mich dann auch, wo ich musste, mal gefragt, weißt du? Und wenn man wirklich die Bibel liest, dann findet man auch die Wahrheit drin. Also das wollte ich auch erstmal sagen. Lies die Bibel mit offenem Herzen, sucht wirklich nach der Wahrheit, habt keine Vorurteile und so. Und ja, dann findet ihr auch die Wahrheit. Richtig. Die Bibel ist die Wahrheit, Bruder. Richtig. Amen, Kleiner. Amen. Bruder, ich bin 19. Bruder, ich bin noch mal ein bisschen älter als du. So, okay, weil du meinst kleiner, deswegen. Ich wollte noch mal ganz kurz noch was sagen, Leute. Ganz kurz. Hört ihr mich? Hört ihr mich gut? Ja, Buchanze. Ja, Bruder. Okay, Bruder. Jetzt. Auf jeden Fall, ich finde es manchmal problematisch, wenn Leute hochkommen, angeblich was wissen möchten, ja, und danach fragen die, man gibt ihnen eine Antwort und sagt nein. Also quasi, sie beantworten sich das schon selbst. Dann frage ich mich manchmal, warum fragt ihr was, wo ihr schon selber eine Antwort habt für euch selbst? Also möchtet ihr es gar nicht verstehen, an alle Leute, wo ihr sind. Wenn ihr wirklich Fragen habt, dann kommt hoch. Wenn ihr Fragen habt, aber wenn ihr schon selber eine Antwort habt und ihr seid, euer Herz ist verstockt, ja, dann bringt das gar nichts. Und auch dieser Ummut oder auch an anderen, Leute, ob er es wirklich wissen wollte oder nicht, das lassen wir mal dahingestellt. Es war aber schon zu viel. Ich würde mit ihm wirklich immer nur ein, zwei Themen sprechen und das war's. Ja, wenn er es wirklich verstehen will, ein Mensch, der wirklich verstehen möchte, fragt nicht 100 Sachen, weil er hat dann nächsten Tag 99 davon schon vergessen. Richtig. Deswegen gehe ich auch Bruder, nicht so, Bruder, auf so viele Themen mit. Bruder Abo, die sind ja sowieso, du hast doch gemerkt, diese eine, ich weiß nicht, diese Dame und der Hamidi oder wie der hieß, ja, als der Bruder Harut, der Bruder Harut hat deren Sur aufgemacht und vorgelesen. Da haben die beides so getan, weil die das nicht akzeptieren wollten, als hätten sie das gar nicht verstanden. Die haben gelacht. Richtig. Die haben gelacht. Du konntest das wirklich 20 Mal vorlesen. Die hätten trotzdem das versucht nicht zu verstehen, ne? Weil die selber wissen, alles, was da drin steht. Ne? Tut mir leid, dass ich das sage, aber ist für die Katze so. Das ist eher, weiß ich, wenn ich das sehe oder lese und höre, da kommen ja Barbaren und ISIS vor den Augen, sonst richtig, gar nichts. Also ich kann da oder das ist ein Heuchler, der Koran spricht. Zum Beispiel bei Jesus Christus bekommt man warme Gefühle, Liebe, man weiß, es geht alles mit Liebe und mit Verstand, mit Schönheit, ne? Aber wenn ich sowas lese wie, ihr müsst euren Nächsten umbringen, die Ungläubigen umbringen, das und das machen, wir sehen ja, was der Koran macht. Und als die ISIS aufgetaucht sind, haben sie sich sind viele dazugegangen und als die ISIS verloren haben, haben die alle gesagt, nee, die ISIS sind nicht von uns. Aber hätten sie gewonnen, ne? Richtig. Dann hätten sie gesagt, ja, wir haben eine Islamstadt gegründet, ne? Wir sind stark. Alhamdulillah, genau. Ja, richtig. Und an alle Leute, wo hier sind, ganz kurz. Handy kam hier rein. Wir müssen es mal
erstmal klären. Haben die Kamerayn, hat er gemeint, das sind ja Heuchler. Ja, stimmt. Aber er selber ist auch ein Heuchler. Ich sage euch auch warum. Wenn man ihn wirklich in die Ecke treibt, ja, und mit Versen oder mit Hadithe kommt, ja, dann heuchelt er auch und lügt bewusst, weil er sich schämt, weil oben wirklich 200, 300, 400 Leute zuhören. Ich gebe euch ein Beispiel. Wieso soll ein Murtad, also einer, der den Islam verlässt, getötet werden? Wieso ist Hamdi nicht drauf eingegangen? Es hören zu viele Leute zu und da wird er persönlich und übertönt denjenigen. Jetzt frage ich an alle Muslime hier, wer möchte die Scharia haben? Wer möchte es? Wenn jemand es möchte, bitte hochkommen, weil ich habe ein paar Fragen. Wir haben 233 Leute hier oben. Und die Moslems, die den Scharia nicht wollen, sind gar keine Moslems und haben den sowieso, nicht Bruder. Gelesen. Ja, sowieso, Bruder. Das sowieso ist klar. Deswegen, weil gestern haben wir auch schon ein paar Fragen gehabt, oder? Ich habe schon öfters die Frage gestellt. Die meisten gehen nicht drauf ein, weil es halt, ja, die wissen, was ungefähr dann kommt, was für Fragen kommen. Verstehst du? Darf ich dir eine Frage stellen? Bist du Muslim erstmal? Friede sei mit euch an. Ach so, Gott segne dich, Bruder. Sorry. Gott segne dich auch. Ich hätte eine Frage, also persönlich. Ja, ja, gerne. Ich bin ja selber katholisch aufgezogen. Ich glaube von ganzem Herzen an Jesus, aber ich hätte ein paar Fragen. In der katholischen haben wir das ja nicht so gelernt, wie ihr im Evangelismus. Man sagt ja, Jesus ist Gott. Und ich will es aber nur verstehen, warum hat dann Jesus, hat er dann zu sich selbst gebetet oder? Ich will das nur irgendwie verstehen. Warte, stopp, Jungs, das möchte ich ganz kurz feststellen. Ich weiß, Bruder, dein Herz brennt, aber Bruder, ich habe nur eine Frage. Tut mir leid, aber ich will es nur verstehen. IMBT, du bist katholisch. Genau. Du bist auch Teil der katholischen Kirche. Ich bin ein Teil der katholischen Kirche. Ich glaube das irgendwie nicht. Du gehst auch brav jeden Sonntag in die Messe? Ich gehe nicht oft. Gott vergib mir, aber ich brauche auch keine Kirche, wenn ich selbst zu Gott alles gut, kann. Dann bist alles du, gut. Okay, dann war es schön, dass du bei uns warst. Warte, nicht Kirche. Ich brauche keinen Priester. Ich brauche gar keinen, wenn ich selbst an Gott glaube und an Jesus glaube, brauche ich keinen. Okay, der Jesus sagt dir selber, du brauchst nicht in die Straßen gehen und predigen Guck mal. Warte, Bruder, lass ihn kurz drinnen, weil er kennt das Wort nicht, Bruder, das ist was anderes. Ihr richtet ja auch Menschen. Ich bin selber Christ, aber ihr lasst Menschen nicht aufnehmen. Warum? Wir lachen dich nicht aus, wir richten nicht. Ja, aber ihr lacht es aus. Ihr geht. Bitte lass mich mit dem alleine. Ihr lasst mich überhaupt nicht aus. Ist okay. Hör mir am besten einfach Weg, zu. Ihr geht diesen Weg des Herrn. Okay. Ihr sagt es selber. Okay. Aber ihr macht ja genau das Gegenteil, weil Wir haben es verstanden. Wir sind leider auch nur Menschen, die leider nicht perfekt sind. Der Herr Jesus möge uns heilen von aller Ungerechtigkeit. Amen. So, sag mal bitte alle kurz ruhig jetzt. Bitte ganz kurz, nur ganz kurz. Bitte. Bitte. Du bist Albaner, oder? Ja, ich bin Albaner. Okay, Schip, hör mir mal zu. Hast du die Bibel bei dir? Wir machen das ganz kurz. Ich habe die Bibel. Okay, Schip. Schlag mal bitte Offenbarung 21, Vers 6 auf. Momento. Das ist doch zu viel für ihn, ja? Ehrlich. Nein, der muss nur lesen. Warum soll das zu viel? Ich sag's dir selber. Ihr wart doch auch alle mal am Anfang, er weiß vielleicht nicht besser Bescheid. Ja, aber wenigstens er versteht es. Weil ein Betty wo lernen wir heutzutage in der Schule? Nein, ganz kurz, weil er hat es richtig erklärt. Vielleicht weiß ich nicht komplett alles, weil in der Schule, in der österreichischen Schule oder in Deutschland lernen wir ja das nicht das Richtige. Darum frage ich ja, weil ich kenne mich nicht aus. Richtig. Deswegen fragst du, das finde ich sehr gut. Wenn du was lernen willst, dann guck mal, hör doch einfach mal zu. Das ist zu schwer, was du da von dir gibst. Hör doch fast zu, was der sagen will. Du bist die ganze Zeit am Reden. Sorry. Schlag Offenbarung 21, Vers 6 auf, Bruderherz.
Offenbarung? Ja. Ich kann leider nicht raustappen, sonst würde ich das für dich vorlesen. Moment. Du glaubst ja daran, dass die Bibel 100% richtig ist. Offenbarung, nochmal? Offenbarung 21, Vers 6. Bevor du vorliest, antworte nur mit Ja oder Nein, Bruder. Ich will das ganz schlicht und einfach machen. Du glaubst, dass die Bibel 100% richtig ist? Sicher, weil das das Wort Gottes ist. Genau, Wort Gottes, keine Diskussion, absolute Wahrheit. Ja oder nein? Absolute Wahrheit für mich. Ich bin ja so aufgewachsen und ich glaube auch an die Bibel. Okay, das war's. Für mich aus wie Jesus Christus und sein. Amen, Bruder. Perfekt, Bruder. Warte kurz, warte. Schiepe. Wir machen das ganz logisch und einfach. Ich will, dass du es verstehst. Ich mache keine Tricks, gar nichts, Bruder, weil ich sehe dich als dein Bruder und ich will dir nur zeigen, dass du mit ein paar Punkten nicht richtig liegst. Und das ist gar nicht so bloßstellen oder so, sondern wir gehen das zusammen durch, Bruder. Wenn ich was falsch mache, dann erwarte ich auch von dir, dass du mich bezichtigst, okay? Also bitte schlag 21 Vers 6 für mich auf, Bruder Herz. Lies mal vor, bitte. Moment, ja. Wir wissen ja, dass Jesus das A und O ist, das Alpha und Omega. Das weißt du ja auch, Beti, ne? Ja. Lies das laut vor. Ein Betty aber bitte laut vorlesen. Ey, ich kenne mich irgendwie da mit den Versen und mit den. Sorry, aber ich kenne mich irgendwie mit den Versen und nicht aus. Ich habe die Bibel 21-5. Offenbarung ist ganz hinten, wenn du eine Bibel in der Hand hast. Ja, ich weiß, ich bin eben Offenbarung. Aber ist das 21,5-22,5? Nein. Einfach nur, geh einfach auf Google. Die neue Offenbarung 21, Vers 6. Vers 6. Also die neue Welt Gottes, oder? Wie? Neue Himmel und die neue Erde. Ja, das ist das. Ja, das ist Gottes Wohnung unter den Menschen, oder? Fangt es an. Lies jetzt mal vor, Bruder. Lies einmal erstmal vor und dann können wir weiterreden. Also soll ich anfangen? Ja. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Bin ich richtig hier, oder? Lies weiter. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Auch das Meer ist nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott her aus dem Himmel herab. Sie war bereit wie ein Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Also bin ich hier richtig oder nicht? Ja, weiter. Weiter. Da hörte sich eine laute Stimme vom Thron herrufen. Seht die Wohnung Gottes unter den Menschen. Er wird in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er, Gott, wird bei ihnen sein. Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein. Keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Denn was früher war, ist vergangen. Okay, weiter. Das ist richtig. Weiter. Okay. Er, der auf den Thron saß, sprach, seht, ich mache alles neu. Und er sagte, schreib es auf, denn dieses Wort sind verlässlich und wahr. Er sagte zu mir, sie sind in Erfüllung gegangen, ich bin das Alpha und das Omega, das Anfang. Langsam jetzt, nochmal. Ich bin was? Ich bin das Alpha und das Omega, ich bekomme Gänsehaut gerade. Ja, bitte, Bruder. Moment. Omega. Jetzt langsam lesen. Wer durstig ist, den werde ich umsonst aus der Quelle trinken lassen. Aus der das Stopp, Wasser... kurz stopp. Sorry. Zuhören jetzt. Alpha und Omega. Offenbarung 1, Vers 8. Wir wissen, dass Alpha und Omega ist Jesus. Mhm. Ich bin der Erste und der Letzte. Das sagt der Jesus Christus. Zweite Stelle. Ich gebe ihm von dem Wasser des Lebens. Wer war derjenige, der der Samariterin das Wasser des Lebens geben wollte? Jesus. Weiter bitte. Nur, dass wir wissen, wer hier gerade überhaupt spricht. Weiterlesen, bitte. Er sagt, wird dies als Anteil erhalten. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Aber stopp. Und ich werde was? Ich habe dich nicht richtig verstanden. Und ich werde was? So gut. Das laut bitte. Wer und ich werde was? Wird,
Momente und er wird... Und ich werde sein was sein? Ich will es aus deinem Munde hören. Ich werde was sein? Warte, jetzt bin ich durcheinander gekommen, wo ich war, sorry. Durstigen, nein, Bro, du bist nicht durcheinander. Aus der Quelle trinken, aus dem Wasser des Lebens strömt. Wer siegt, wird das als Anteil erhalten. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn und, sein. Okay. Und ich werde sein Gott sein. Was haben wir gesagt, bevor wir gelesen haben? Das Wort Gottes ist ultimativ die Wahrheit. Haben wir gesagt. Und das Wort Gottes, die ultimative Wahrheit, die du gerade vorgelesen hast, spricht davon, dass Jesus dein Gott ist. Punkt. Ich Amen. Weiß, dass Gott existiert und ich weiß, dass Jesus Amen. Existiert. Ich spürte selber Amen. Jesus. Amen. Also, ich spürte selber Jesus, aber ich habe es bitte nicht falsch verstehen, weil in der aber ein Betty, schau mal, Bruder, ich sag dir mal was. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder auch diese Leute, die hier reinkommen und versuchen, das in Lächerliches zu ziehen oder irgendwelche Fragen haben, bitte Leute, liest doch erstmal die Bibel, ja, liest erstmal die Bibel und da drin stehen alle eure Fragen. Da sind alle Antworten drin. Hast du recht und es tut mir leid. Deswegen, Betty, wenn du Fragen hast, bitte komm in unser Stream. Betty, guck mal, wenn du immer Fragen hast, komm in unser Stream. Ja, ich komme her, Bruder Harold ist da. Mensa ist da. Nein, Bruder, die katholische Sicht. Nein, Bruder, die katholische Sicht hat dieselbe Trinitätslehre. Um das geht's gar nicht. Ja, du hast stimmt, nicht ja, aber beschäftigt. Wo lernen wir das schon in der Schule? Die Schule ist antichristlich. Ganz kurz, der Staat, hör mal zu, der Staat lehrt eine antichristliche Lehre. So, das heißt, sie sind irrelevant. Wenn du sagst, du bist katholisch, Bruder, dann geh bitte auch zu Katholiken, okay? Und nicht zu irgendeiner Lehrerin, die irgendwas gelernt hat, was antichristlich ist, die ist irrelevant. So, wenn du Fragen hast, Bruder, ich sag's dir nochmal, der Bruder Mensa ist hier, Bruder Harod oder der Festim, komm und rede mit uns. Stell deine Fragen, wir können die Bibel zusammenlesen. Ganz normal, Bruder Herz. Aber nie gesagt, nimm die Schule. Mich mal. Bitte erde mich mal, ich gebe dir meine Telefonnummer, wir telefonieren einfach genau. mal, okay? Genau. Und dann können wir in aller Ruhe, nicht in der Öffentlichkeit, du kannst mir alle Fragen stellen, Bruder. Wir gehen das zusammen durch, okay? Richtig, Bruder. Ganz langsam, fest im Kann, sehr gut erklären, Bruder Herz. Na, Scheiß, war nicht richtig, weil ich nämlich sowieso, ich bin ein großer Sündiger. Also ich bin ein großer, also jetzt auf anderes bezogen, also jetzt nicht auf Gewalt oder auf irgendwas, ich bin ein anderer Sündiger. Ihr könnt euch das schon bildlich denken, ich weiß, es ist eine Sünde, ich weiß, ich komme in die Hölle und ich versuche dies, wie soll ich sagen, ich versuche dies zu mir entfernen, aber ich schaffe es nicht. Bruder, Geduld. Das ist ein Prozess. Es gibt keinen Tag, wo ich nicht bete. Am meisten bete. Schiebe in Gornwispern, Gornstein und Totstadt. Hör bitte auf. Ich will nur eine Sache von dir. Hör bitte auf, das Ich zu benutzen. Du wirst von dir aus sowieso nichts schaffen. Ich will die Sünde besiegen. Ich will das besiegen. Ich will das. Du kannst gar nichts. Ich kann nichts, du kannst nichts. Du musst Jesus das machen lassen. Er ist Gott. Und nur Gott kann dir helfen, diese Sünden zu besiegen. Aber du musst ihn in dein Leben lassen. Er sagt doch in der Bibel. Ich möchte von euch nur euer Leben, mehr nicht. Einfach mehr nicht. Nur dein Leben. Gib ihm einfach deine Seele, dein Leben, alles, was du hast. Okay? Mhm. Und hör auf zu sagen, ich komme in die Hölle, ich komme dahin. Nein, der Herr spricht von solchen Sachen nicht. Das sind deine Worte, aber nicht die Worte des Herrn. Und Bruder Herz, wir machen das jetzt so. Ich würde dich bitten, geh aus dem Livestream raus, erinnere mich und wir machen das dann persönlich. Wir gehen alles, ich schreibe mir alles auf, was du gerade weißt, wo dein Standpunkt ist. Und bei allem, Bruder Herz, ich bin wirklich kein Mensch, der jemanden verurteilt. Ich war selber, ich war ein Moslem, ich war so unwissend mit der Bibel. Ich hab den Herrn gespottet. Ich bin ein Niemand. Aber das, was ich weiß, versuche ich dir dann wiederzugeben. Aber du musst auch selber dann arbeiten. Du musst dann selber die Bibel nehmen. Wie Abu Kanja gesagt hat, nicht in die Schule. Also, Bro, ganz ehrlich, die Schule, die unterstützt solche Leute, die sagen, Gott ist queer. Was erwartest du von solchen Satanisten? Aber weißt du, selber aus der albanischen Community, also das habe ich auch. Ich bin Albaner, richtig. Ja, du weißt es selber, ich habe selber bei der albanischen Community, bei der katholischen, habe ich immer Gott als Sohn Gottes gesehen. Weißt du, was ich meine? Er ist auch der Sohn Gottes. Das gezeugte Wort Gottes. Er ist der Sohn Gottes, aber nie so gesehen, dass er Gott höchstpersönlich ist. Deswegen, Bruder, wird dir fest ihm alles erklären, Bruder. Guck mal, die Trinität, ich sag dir nochmal, die Lehre der Trinität, glauben 2 Milliarden Christen glauben daran. Geist, ja? Es wurde dir wahrscheinlich vielleicht nicht so richtig gut erklärt, beziehungsweise hast du es vielleicht nicht richtig verstanden, Bruder. Deswegen, der Festim erklärt es dir in Ruhe,
Lass dir Zeit, Bruder. Geh jetzt hier vom Stream am besten raus. Tauscht euch aus, Bruder, mit der Nummer und alles Mögliche. Und er wird es dir ganz normal und langsam erklären. Danke, Bruder. Danke. Bitte, bitte, Bruder. Gott segne dich. Ich wünsche euch was, gell? Danke dir auch, Bruder. Gott segne euch. Tschüss. Gottes Segen, mein Lieber. Okay, Leute. Wie wäre es, wenn ich jetzt auf Laptop wechsle? Mein Akku ist tot. Kein Problem, Bruder. Nein, Bruder, bleib so. Mensa, Bruder, genieß deinen Cocktail, Bruder. Bruder, genieß deinen Cocktail und die Sonne. Festim, Bruder, hörst du mich? Festim. Ich bin in 2 Minuten wieder da, Leute. Ich muss dir später was sagen, Festim. Ja, Bruder, kein Problem.